Eumelie, eben kam eine skandalöse Meldung rein. Mit Brandenburg wird das erste Bundesland auf den sogenannten Freedom Day, der sowieso ein Etikettenschwindel ist, verzichten. Darüber will ich heute reden mit dem subjektiven Studenten und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurs. Fabio, schön, dass du mal wieder da bist, zum zweiten Mal beim Deutschlandkurier. Wir haben Wichtiges zu besprechen. Wir wussten ja vorher noch gar nicht, dass Brandenburg es nun tatsächlich durchzieht. Aber in den letzten Tagen gab es schon so ein paar Warnhinweise, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Immer mehr Journalisten und Politiker haben sich gemeldet, dass eventuell die geplanten Öffnungen verfrüht sein könnten. Bezogen wurde es da immer wieder auf die Inzidenz, die aktuell tatsächlich hoch ist. Ich glaube, über 1500. Und insofern, ja, war es leider schon zu erwarten, dass die Lockerungen nicht so kommen, wie sie geplant waren, ja. Die Inzidenz ist heute unser Thema, wäre auch unser Thema ohne Brandenburg gewesen. Denn du hast, wie es ja so deine Aufgabe ist, und das ist ja auch dein Alleinstellungsmerkmal, wieder etwas Sensationelles entdeckt. Und zwar eine Statistik des Robert-Koch-Instituts bezüglich Atemwegserkrankungen. Erzähl doch mal, was hat es damit auf sich? Genau, also ich kannte diese Statistik oder dieses Diagramm schon länger, aber habe mich jetzt nochmal tiefer darin eingelesen. Und zwar wird veröffentlicht im ARE-Wochenbericht, also es vom RKI, wird ja meistens im wöchentlichen Abstand, manchmal auch im zweiwöchentlichen Abstand, wird dieser Bericht veröffentlicht. Und dort gibt es ja die sogenannten ARE-Raten, die da veröffentlicht werden. Das heißt, es gibt so eine Art Grippe-Web, wo dann Leute sich anmelden können, freiwillig. Und die berichten dann, ob die in der letzten Woche irgendwie eine Atemwegserkrankung hatten. Also die können dann sagen, ich habe Husten bekommen, ich habe Schnupfen bekommen. Und dann wird halt eben einfach ja, das Ganze repräsentativ erhoben und ausgegeben. Und man kann dann schauen, wie viele Menschen aktuell leiden in Deutschland unter einer Atemwegsinfektion. Und das Gute ist, das wurde schon seit längerem gemacht. Also es gibt, veröffentlicht werden die Daten schon seit 2017. Und die Inzidenz, das wissen wir ja. Die ist nicht sehr stark aussagekräftig, weil sie ist abhängig von Testanzahl, davon, ja, was ist der Test, also was genau wird da getestet, ist es eventuell ein anderer Test, dann ist die Frage, wie viele Schnelltests gibt es, also wurde irgendwie vorselektiert, also es gibt zig Gründe, wieso die Inzidenz eigentlich nicht so aussagekräftig ist. Und die ARE-Raten sind ja nun sehr, sehr gut aussagekräftig, weil hier einfach erhoben wird, wie viel Prozent der Bevölkerung leidet aktuell unter einer Atemwegserkrankung. Und tatsächlich ist es so, vielleicht können wir das Bild hier einmal kurz einblenden. Ich kann es dir ja Nochmal ganz berichten. kurz, also das sind dann Leute, die tatsächlich krank sind, die entweder Schnupfen haben oder Husten oder was auch immer. Und das muss überhaupt nichts mit Corona zu tun haben. Das ist wichtig zu erwähnen. Genau, ja, das stimmt. Also das ist einfach, aber man geht ja davon aus, also der Coronavirus löst ja eine Atemwegserkrankung aus. Und wenn die Lage in Bezug auf Corona außer Kontrolle gerät, dann würde man ja auch erwarten, dass mehr Menschen Atemwegserkrankungen haben als in den Vorjahren. So. Und genau, und anhand dieser ARE-Rate kann man sehen, wie gesagt, vielleicht können wir es einmal ganz kurz einblenden, dass 2018, 2019 und 2020 zur selben Zeit, also jetzt hier 14.03., wesentlich mehr Menschen unter einer Atemwegserkrankung gelitten haben als aktuell. Das heißt, in den Jahren, in den Vorjahren, wo wir keine Maßnahmen hatten, litten mehr Menschen an Atemwegserkrankungen als aktuell. Insofern ist die Inzidenz im Prinzip nicht wirklich aussagekräftig. Wir haben jetzt eine Inzidenz von über 1500. Im letzten Jahr hatten wir schon eine Inzidenz von 50 Maßnahmen. Das muss man sich mal vorstellen. Ab 50. Jetzt haben wir 1500, über 1500. Und gleichzeitig haben weniger Menschen Atemwegserkrankungen als in den Vorjahren. Vor allem auch in den Jahren, als es Corona noch gar nicht gab. Also man könnte sagen, den Menschen geht es heute im Schnitt besser. Sie sind heute im Schnitt gesünder als damals. Aber es wird uns genau das Gegenteil verkauft. Ja, im Prinzip ist es so. Also wenn man der Statistik glaubt, ne, das RKI geht davon aus, dass die Statistik gut ist, sonst würden sie sie ja nicht veröffentlichen. Die würden ja nicht was raushauen, wo die davon ausgehen, dass es eigentlich nicht repräsentativ ist. Das heißt, wenn man das hier zugrunde legt, dann ist es so, dass aktuell ein geringerer Anteil in Deutschland an einer Atemwegserkrankung ja leidet oder eine Atemwegserkrankung bei sich selber festgestellt hat, als in den Vorjahren. Das ist im Prinzip die Aussage.
Und insofern, ja, ist halt, kann man die Leute nur beruhigen und sagen, ey, die Inzidenz hat ja, also die Inzidenz gibt nicht die klinische Lage in diesem Land wieder. Die wird wesentlich besser im Influenza-Bericht, also in diesem ARE-Wochenbericht wiedergegeben. Und hier sehen wir absolute Normalität und eigentlich sogar ja noch besser als das, was in den Jahren zuvor normal war. Ja. Das hätte doch an sich für viel Aufmerksamkeit sorgen sollen im Mainstream, aber man liest wenig darüber, bis gar nichts, ne? Ja, das finde ich auch so faszinierend, ne, dass alleine der Begriff ARE-Rate eigentlich ja den Journalisten nicht bekannt ist, ne? Und wie gesagt, die Methodik ist ja wesentlich genauer und hat wesentlich weniger Möglichkeiten der Verzerrung als diese elende Inzidenz. Insofern ist es tatsächlich traurig, dass man davon noch nichts gelesen hat und ganz viele auch von dem Begriff ARE-Rate noch gar nichts gehört haben. Ja. Und um es mal runterzubrechen und auch um nochmal auf unseren Einstieg zu kommen, dass Brandenburg nun den sogenannten Freedoms Day aussetzt, obwohl es den Menschen gesundheitlich viel besser geht als in den letzten Jahren, ist eigentlich ein Skandal. Ja, also, ne, wie gesagt, es ist meine Meinung. Ich kann mich irren wie immer, aber ich halte es auch für einen Skandal. Und es geht ja nur um diese Atemwegserkrankungen, ne? Das heißt, ob es den Menschen psychisch besser geht, ja, psychisch besser oder schlechter geht, da haben wir keine Daten. Aber in Bezug auf Corona sind ja Atemwegserkrankungen relevant. Und in diesem Bezug geht es den Menschen, wenn man diese Statistik zugrunde legt, besser als in den Jahren 2018, 2019 und 2020. Da muss ich dich, den Experten, ausnahmsweise mal verbessern. Sehr wohl wissen wir, dass es den Leuten dank der ewigen Maßnahmen und so weiter und so fort psychisch sehr wohl schlechter geht als in den Jahren zuvor. Ja. Auch vor allen Dingen als in den Jahren vor Corona. Genau, ja. Mein Lieber, das war wieder einmal hochinteressant. Wollen wir hoffen, dass dieses Video viral geht, dass möglichst viele Menschen erfahren, was hier wirklich gespielt wird. Danke, Und nicht Olli. vergessen, folgt dem Fabio und dem subjektiven Studenten auch auf Telegram und auf YouTube. Haut rein, macht weiter und bis später.